Seid ihr herzlich willkommen, ein Liebesorakel, die aktuelle Liebesenergie. Wie geht es weiter? Was sind seine Pläne, seine Gedanken über dich? Wie fühlt er sich? Liebt er dich? Kehrt er wieder zurück? Wie sollst du damit umgehen? All das schauen wir an bei diesem Liebesorakel. Die erste Karte sehen wir hier. Diese Anker bedeutet die Grundbedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Endlich angekommen zu sein, verankert fühlen. Anker symbolisiert aber auch Beruf und Berufung. Entweder kennst du im beruflichen Umfeld, oder ihr wollt zusammenarbeiten an etwas. Oder außer die Liebe gibt es noch Themen, was Berufung betrifft. Und wie geht das weiter? Dieser Hund bedeutet Freundschaften. Und das kann im beruflichen Umfeld auch sein, eine freundlichen Umgebung. In die Liebe bedeutet dieser Hund oft die Treue, Sicherheit, Stabilität, verankert zu sein, das Vertrauen an seine oder an ihre Treue. Dieser Schlüssel bedeutet die Selbstsicherheit. Nimm diese Schlüssel in Hand und zeige diese Auftreten auch beruflich, auch in Freundeskreis, Bekanntenkreis. Du kannst sogar diese Schlüssel auch nützen, etwas abschließen und etwas öffnen. Und das bedeutet, einige Dinge loslassen, davon verabschieden und im Vertrauen bleiben. Hier öffnet sich eine Tür. Das sind die Chancen, Möglichkeiten. Das gibt die Sicherheitsgefühl in die Liebe, aber kann eine berufliche Veränderung auch sein. Also es ist nicht nur Berufung wichtig, sondern hier sehen wir das Herz und das bedeutet Liebe, Partnerschaft natürlich. Oder die wahre Berufung, weil du bist mit Herz und Seele dabei, vielleicht Arbeit mit Tieren ist natürlich auch möglich. Aber immerhin, es handelt sich hier um ein Liebesorakel und die Liebe erscheint mit Sicherheit, die Stabilität und die Treue. Diese Blume bedeutet Reinheit, schöne Gedanken und auch reinen Gefühlen, eine reine Liebe. Diese Blume symbolisiert auch Thema Intimität. Auch wenn er manchmal sagt, Freundschaft plus. Aber es ist nicht Freundschaft plus, es ist die wahre Liebe, kannst du sicher sein. Also nicht nur die Freundschaft wichtig, sondern auch Thema Sexualität. Und auch wenn er manchmal verschlossen ist, weil mit diesem Schlüssel kann man etwas schließen und kann seine Verschlossenheit sein und spricht nicht so offen über Gefühle, sondern er betont die Intimität, sei du dann selbstsicher und sei davon überzeugt, dass hier wirklich um wahre, reine Liebe handelt. Und wie geht es noch weiter? Dieser Berg kann Berglandschaft
auch bedeuten, ein Ausflug oder diese Umgebung. Vielleicht wohnt er in dieser Umgebung. Aber Berg bedeutet noch Hindernissen. Was ist diese Blockade? Wenn er verschlossen ist und spricht nicht offen über diese Liebe, dann kommt das, weil er da Hemmungen hat. Diese Blockade kann Beruf, Berufung auch bedeuten. Immerhin ist dieser Anker die Berufskarte. Was dieser Berg noch bedeutet, die Zeit, die Wintermonaten, das kann die Vergangenheit sein, dass er im vergangenen Winter noch verschlossen war und aktuell öffnet sich und ist wirklich in die Lage schon, über diese Liebe zu sprechen. Die Wintermonate kann auch Jahresende auch sein, dass bis dahin stabilisiert sich etwas. Aber mein Gefühl sagt, so lange musst du nicht warten, weil das wird schon aktuell so sein. Er überwindet diese Blockade. Dieser Berg kann auch seine Haltung auch sein, eine kühle Haltung, dass er noch distanziert ist. Aber lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Im Abendstunde, wenn er alleine ist, was macht er? Er träumt über dich. Das sind die Träumereien, die Wünsche, die Sehnsüchte. Und das hat er mit Sicherheit, weil immerhin erscheint hier die große Liebe mit tiefen Gefühlen. Mond symbolisiert aber auch Mutter. Und kann es sein, dass er Mutterthemen hat, weil die Mutter so kühl und zurückhaltend ist und weil die Mutter ihren Gefühlen nicht zeigen möchte. Das kann die aktuelle Situation sein, dass er momentan Themen hat mit seiner Mutter oder kann Kindheitserinnerungen auch sein. Die Wege zeigen die Entscheidungen, welche Richtung soll das alles weitergehen, hier in diese Richtung oder diese Richtung. Und diese Entscheidung trifft nicht nur die Liebe, sondern Beruf, Berufung auch. Und hier mit diesem Schlüssel, theoretisch könnte man beide Türen öffnen. Und wer trifft diese Entscheidung? Entweder du oder er, oder dieser Weg kann einen gemeinsamen Lebensweg auch bedeuten. Oh, im Augenblick klingelt mein Telefon. Tut mir leid, ich habe das vergessen auszuschalten. Ich lasse diesmal einfach ausklingeln. Das Haus bedeutet dein Zuhause oder sein Zuhause oder kann Familie auch bedeuten, die Elternhaus oder Familie. Und diese Entscheidung kann dieses Haus auch sein. Oh, das tut mir wirklich, wirklich leid, auch für euch, weil dieser Anruf stört jetzt die Aufnahme. Aber wenn ich jetzt alles abschalte, dann muss ich es nochmal neu beginnen. Und es tut mir auch leid für diejenigen, wo jetzt telefonisch mich erreichen möchte. Und ich hoffe, wird geduldig sein und probiert es nochmal. Und wir bleiben jetzt mal in dieser Legung und nächstes Mal achte ich darauf, dass die Telefon abgeschaltet wird. Also dieses Haus bedeutet dein Zuhause oder sein Zuhause und die Wege, die Entscheidungen, das kann diese Immobilie treffen. Und das könnte ein Umzug natürlich auch bedeuten.
Und die Sonne bedeutet hier die Klarheit. Die Sonne beleuchtet diesen Weg. Das wird ganz klar sein, wie das weitergehen soll, in welche Richtung. Und hier dieser Schlüssel öffnet die Möglichkeiten. Mit diesem Schlüssel wird hier eine Tür geöffnet. Und das hat einen Einfluss auf euren Zuhause, auf die Liebe, auf Beruf, Berufung, vielleicht sogar auf Mutterthemen. Und dieses Haus könnte durchaus ein gemeinsames Zuhause sein oder etwas aufbauen, beruflich. Und das bedeutet dann Arbeit von Zuhause aus oder Selbstständigkeit. Hier ist wichtig die Stabilität und die Treue, Beruf, Berufung. Hier ist die Sicherheit, hier öffnet sich etwas, neue Wege, neue Möglichkeiten, bedeutet auch Herzöffnung, Reinigung. Sonne reinigt auch, macht auch etwas sichtbar. Er möchte dich auch sehen und beleuchtet diesen Lebensweg. Erläutert die Entscheidungen, auch wenn hier noch Themen gibt. Mond bedeutet auch die Nacht, das kann auch schlaflose Nächte auch sein, aber hier ist wieder die Lebenskraft und Lebensenergie und Sonne bedeutet auch die Anziehungskraft zwischen euch beiden. Und das war diese Liebesorakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.